So, und damit willkommen zurück. Dead Rising 3. Ich hoffe, das gefällt euch, das Spiel, aber wenn euch das nicht gefällt, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann weiß ich Das auch war nicht genau. richtig geil, Alter. Das alles für 11 Euro. Barangebot. Mit Kleidern gucken. Das ist ja schön designt. Ein paar Blümchen drauf. Oh. Können wir hier auch durch? Oben rüber? Nee. Gut, blutiger Tausch und immer wieder neue Nebenmissionen. Ja, da gibt es ja so viel zu machen. Wir machen erstmal die Story, aber jetzt kann ich mich heilen, ja? Lass die Schrotflinte wieder nehmen. Da läuft jetzt auch mit. Die Bilder, 30 oder was. Das reicht. Hier mal. Bowie-Messer. Jawohl. Oh! Alles abgemessen. Ja. Das war gerade noch los. So, jetzt haben wir die Polizeistation, ja. Schade, dass man die ganze Story von Deathwise informiert nicht auszusammenfischen kann. Nur normal im Online. Das wäre ja auch geil, wenn man die ganze Story, weil die ist wirklich geil von Deathwise 4. Würde ich mir ja nächsten Monat auch noch gönnen, Alter. Oh, da sind wir gleich da, da hinten ist die Polizeistation, ja. Ist weg. So, dann schau doch mal aus hier. Wie? Frage ist wie, ja. Das ist nur die Eingangstür. Naja, noch 30 Meter. Und wie kommen wir da nicht rein? Doch, rein. Ist da... Die Aufzeichnung von den Kameras. Haben wir sie? Alle? Her damit. Ich verwahre den an einem sicheren Ort. Oh. Wir brauchen sicher keine Beweise unserer Rettung. Bitte! Hilfe! Stopp! Bitte Hilfe, meine Frau! Ist noch jemand bei Ihnen? Nein, nein, nein. Sie ist verletzt. Oh. Sperr alles ab. Bitte. Nein, 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 nein. Sie waren nicht infiziert. Oh nein. Oh, was haben Sie getan? Was haben Sie getan? Man nennt es nicht umsonst den kleinen Tod. Nein! Stopp! Sie haben die Leute getötet. Scharf beobachtet, was? Oh, oh, wie süß. Ich liebe Möchtegern-Helden. Oh. Mal sehen, ob er den Test standhält oder am Ende davon humpelt. Kommt hier rein, Jungs! Los, los, je mehr Fleisch, desto besser! Ziel greift an! Alter, was sollen wir denn jetzt hier machen, Alter? Ich geh erstmal hier rein, Alter. Mach die Tür auf! Das ist noch schwer ausgerüstet. Baseballschläger. Ah, hab ich doch was noch eine Waffe? Hab ich eine Schrotflinte? Ja. So, jetzt ist ein Schrot, Alter. Was hat ihr Bastarde? Hier ist noch Ration, hier wo ich drinne bin. Was ist das hier? Noch
ein Sturmgewehr, falls man eins braucht. Also hier ist alles drin. So, Folge Hilde. Scheiß Bullensau, Alter. Na, komm her, du bist da. Ich geb dir einen, Alter. Hier ist noch ein Sturmgewehr, kannst du dir auch noch nehmen, falls du noch eine Waffe brauchst. Jetzt nehme ich mir noch eine mit. Die kann man immer gut gebrauchen gegen so eine Gegner. Hier ist noch was. Hier hinten im Laden drin, kannst du dich auch noch mal heilen. Hier ist was zum Heilen. Guck mal. Im Laden drin. Hier kannst du dich noch heilen. Falls du noch eine Waffe brauchst, ich habe nur noch 5 Schuss mit dem Sturmgewehr, aber hier ist noch ein Sturmgewehr. Was zum Heilen. Hast du ja noch nicht, ich bin ja schon Level 13. Hier ist auch noch ein Sturmgewehr, gut, dann nehme ich das auch noch. Dann nehme ich den Baseballschläger weg. So, du hast das Sturmgewehr genommen, ich nehme das hier. So. Dann heile ich mich auch noch. Heilen kann ich mich jetzt nicht mehr, aber ist auch egal. Gut. Was ist das denn da unten? Oh, da ist ja... Was ist das hier? Was liegt da unten im Schrank? Schrank limitierte Auflage? Weiß nicht recht. Jawohl! 2000 pp, 4 von 7 Statuen. Die war hier drin, die habe ich schon aufgesammelt. Die ist für dich auch freigeschaltet. Ah, okay. So, gut. Geiles Spiel, danke Capcom, Alter. Wenn die Japaner doch noch was für Männer. Oh, hier ist noch eine Schrotflinte. Warte mal, die muss ich jetzt auch mal Munition nachfüllen. Das sind die 12 Schuss wieder. Lasst Bruder. Hey. Ah. Oh, was ist denn? Oh, der ist weg. Ja, du kannst schon was anstecken können. Wieso willst du denn das Schwert nicht mehr haben? Ist gleich kaputt. So. Warte mal, ja, ich gehe mich noch mal heilen. Kaputt. Wir brauchen noch was zum Heilen. Ah, hier ist ein Beagle. Ich noch mal mit, sicher ist sicher. So. Alles klar. Das hier? Oh. Ich nehm wieder Pumpe hier. Down? Ja. Wieder ein Gegner lässt. Und hier noch. Finde ich ja so geil an dem Spiel, dass du alles aufsammeln kannst. Hier haben wir eine Schrotflinte bekommen. Wunderbar. Oha. Oh, Scheiße. Oh. Oh, weg da. Oh, der eine ist... Der eine ist da reingelaufen. So, ich, Schuss, ich hatte die doch. Was hier? Oh, hier ist ein Waffenschrank. Leuchtpistole. Polizeihose, ja, dann nehme ich doch mal die Polizeihose. Betsy. Leuchtpistole, so. Macht Laune, Alter. Die Spiele muss man haben, Alter. Ich bin mir nicht so sicher. Ich bin mir nicht so sicher. Das geht nicht besser. Du solltest mal eine. So, ich glaube, müssen wir eigentlich lang. Wir müssen hier durch. Nee. Ja, das war's gut oder was? Hier ist ein Zell. Du bist erledigt! Wie bist du da hingekommen? Treppe hoch.
Treppe hoch. Ja. Sie ist doch verschlossen. Das ist doch keine Treppe. Doch, da wo die Knastdinger sind. Welche Knastdinger? Na, wo wir gerade waren. Ja, das sind die Zellen und die Zellen sind dick. Ja, hier. Treppe hoch. Warte mal. Da. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Boah. Das muss ich mir noch heilen? Brauchen mehr Einheiten. Ja, mach. Ey, du Arschloch. So, der eine ist down. Ich stehe erstmal in Deckung. Einen nochmal. Sicher ist sicher. Oh. Der Schuss hat es auch. Hey, du Arschloch! Ja, der ist auch down. Geil. So, ich hab noch eine Schrotwaffe. Falls da noch einer ist. Geil. Was gibt's hier noch? Neues Sturmgewehr. Ja, dann nehme ich mal den Platz hier dafür. So, geh mal her. Danke. Hier sind die Most Wanted, ja. Ach, jetzt neue Bekleidung. Was ist das? Polizeihemd. Ja, das ist natürlich auch. Ach, wie so ein Scheißbulle. Oh, jetzt kann ich mich heilen. Das ist wichtig. Muss ich auch. Liegt hier noch eine LMG rum, ne? Ich glaub nicht. Oh, jetzt kann man aus dem Fenster gucken. Ja, ist egal. Zwei Stück habe ich. Zwei habe ich. LMGs, das reicht erstmal. Okay, sind wir drin hier. Schlampe müssen wir bestimmt erledigen. Ja, das habe ich mir gedacht. Hier haben wir noch eine Panzerfaust, Alter. So funktioniert das nicht, Junge. Die Lunte brennt, Alter. Das kenn ich doch. Die Hilde. Left 4 Dead, Alter. Aua. Jawohl, die ist gleich down. Oh, die sollst du nicht hier. Eine Leuchtpistole, Alter. Die Hilde. Heil mich nochmal, sicher ist sicher. Dass wir das auch schaffen. Lassen wir locker, Alter. Komm her. Die Leuchtpistole, Alter. Komm her! Ich hab einen Katana. Leuchtpistole. Jetzt leuchtet sie. Oh, die kann ja noch mehr anstecken. Au. So, jetzt leuchtet sie richtig, wa? Geile Mucke am Start. Ich hab die Schrotflinte noch. Was denn nur, Alter? Ich hab sie geschlitzt. Die ist noch nicht down. Ey! Ah, wieso kann der Macker denn anstecken? Au. Ich bin leer geschossen. Ich brauche eine neue Waffe. Oh nein, nein, ich bin tot. Ja, deswegen, ja. Ich hab nicht gedacht, dass das so ausgeht. Ich hab keine Waffe mehr. Ich bin hier in der Sackgasse. Ey, du Arschloch! Machst du bei mir gleich wieder Spawn? Ich weiß nicht, ob man wieder spawnen kann, wenn du im Kampf bist. Soll ich das alleine schaffen? Sturmgewehr und gar nichts mehr. Hier ist noch Nahrung. Hast du meine Nahrung? So, jetzt kann ich dir helfen. Wo liegst du? Da liegst du? Ja. So, ich hab noch Nahrung dir gegeben. Dumme Sau, jetzt ist Schluss hier nicht lustig. Und du auch. Wo bleibt die Versteckung? Hau ab, hau ab, hau ab! Ich bin sonst auch gleich tot. Was ist das hier? Oh Mann, ich muss mich heilen. Ich brauche Hilfe! Oh, ja.
Da ist was zu heilen. Nimm. Nimm! Nein! Den auch noch. Nimm! So. Lass mich! Komm nicht weg! Jetzt schnauze du. Das ist krank, Lady! Oh, Mann! Oh. Da rennt ihr mit dem Lautbläser rum. Scheiße! Ja, lass mich mal verbluten, mal sehen, ob ich noch spawnen kann, aber ich nicht. Muss jetzt tierisch aufpassen. Nee. Weil wenn ich sterbe, dann kannst du nicht spawnen. Du kannst jetzt nur spawnen, wenn ich das überlebe. Und da ist die Nahrung. Nee. Bei der Heilung kann ich ja eh so lange warten und spawnen kann ich sowieso nicht. Kannst nicht spawnen? Nein, weil du im Kampf bist, das hab ich doch gesagt. Du hättest mich heilen müssen. Ja, ich hab das probiert, aber... Leck mich! Du Schlingel! Sie gehören in die Klasse! Ja, die Fresse, du Schlingel! Boah, jetzt gibt's Ärger. Jawohl, die ist down. Hä? Oder nicht? Oh, was war das denn, Alter? Ja, nee. Das, ich lag auf ihr drauf. Ich dachte, ich kann sie platt machen. Ja, nee, sie hat dich überleben, weil der Schwierigkeitsgrad wird auch höher, wenn man zu zweit spielt. Darf man nicht sterben. Ich hab auf die Energie nicht mehr geachtet. Ja, muss man aber. Siehst du nachher auch nicht mehr, wenn du was abgezogen kriegst, siehst du das nicht mehr. Wie du schon weg hast. Du darfst nicht zu lange an den Gegnern dranbleiben. Die teilen die ganze Zeit Schaden aus. Dann musst du wieder weglaufen. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wir hätten sie fast gehabt, wärst du nicht gestorben, wenn wir das geschafft hätten. Dann müssen wir erstmal Nebenmission machen und stärker werden, dass du etwas stärker wirst. So deine Lebensenergie forschen. Oh! Das ist ja sehr gut. So, dann kriegen wir die jetzt auch. Sehr schön, dass wir hier weitermachen können. Keine Waffen mehr, aber ich habe nicht mehr welche. Jetzt kriegen wir sie down, Alter. Küchenmesser? Scheiße, ich will das nicht. Ich bräuchte mal so ein schönes Katana-Schwert, ey. Aber die hat ja wieder volle Lebensenergie jetzt. Liegst du gerne unten? Liegst du gerne unten, Alter? Ich werf mir einen Stuhl auf dich, du alte Schlampe. Du Schlingel. Jetzt pass auf deine Lebensenergie auf. Das schaffen wir locker zu zweit. Alter! Alter! Ich kann mich ein austeilen. Ich hab keine Waffen, Alter. Wo sind denn hier mal ein paar... Ein paar gute Waffen, ey. Nur scheiß Spiele, mit denen ich werfen kann, ey. Kann damit auch schlagen, so ist das nicht, aber... Bis später. Ah, du hast ja einen Katana, ja, dann gibt's hier richtig, Alter. Alte Schlampe, wo ist sie? Oh, Mädel. So, da hab ich getroffen, Alter, geil. Das ist super, mich hast du getroffen. Ey, du, jetzt sieht das nichts ab. Ja, aber ich bin dadurch hingefallen. Ja, hingefallen, aber du hast keine Lebensenergie verloren. Aber ich komme noch die beiden anderen Bastarde. Die müssen erstmal ausgeschaltet werden. Erstmal müssen wir die beiden Schicken platt machen und dann die Lady da. Dann
hier irgendwo eine Waffe finden würde, aber... Da sind die Boxhandschuhe. Ich will die Boxhandschuhe haben. So, ja. Da gibt's auch Maul hier. Ich nehme einfach den Apfel. Mehr auf Lebensenergie, ja. So. Erst die Typen platt machen, die beiden. Die sind schon der weg. Große. Wenn die beiden weg sind, dann kriegen wir die. Die habe ich schon weg. Echt? Ja. Wunderbar. Läuft. Komm her. Ich zieh jetzt mit dem Boxhandschuh ein auf die Fresse. Sorry. Au. Ich hab... Jetzt ist vielleicht down. Heil mich nochmal sicherheitshalber. Hier ist noch eine Waffe, geil. Will ich haben. Abgezählte Schrotflinte. Genau das wollen wir haben. Komm Mädel, jetzt ist fällig. Ja. Ja! Ja! Das ist nicht fair. Ich war Erste. Du war ein flotter Dreier. Geil. Geil. Triff Red und Andy beim Hotel. Cool, Alter, wie weit ist das weg? Gar nicht weit weg. Oder? Nö. Da liegt sie, Alter. Ihre Waffen alle, die kann man aufsammeln. Echt? Ja, für dich ist eine hier und für mich auch. Jetzt ja zwei getragen, aber... Ja. Cool. Vergoldet, Alter. Pussy, Alter, die ist weg, Alter. Das war ein flotter Dreier, Alter. Und dann wollen wir mal Trevor helfen. Also die Pistel haut voll rein. Ja, die ist gut, ja. Was hier für Mocker? Ich hab echt nichts erlebt, so voll. Danke. Ja, bitte. So, ab zu Red und Andy. Ah, geil, hier muss man herkommen. Ich habe es vor mir geschafft. Geil aus, ey. Kronleuchter. Läuft ja richtig entspannte Mucke, Alter. Hoffentlich sind sie hier. Oh, die sind wohl hier. Cool, ey. Das sind geile Zwischensequenzen, ey. Ich find's nur. Sie war schon tot, als wir kamen. Glaubst du noch immer, dass die Regierung uns retten will, Nick? Ich habe es selbst gesehen. Die Frau aus dem Fernsehen, Hemlocks Sicherheitschefin, hat Überlebende umgebracht. Warum? Sie werden ihre Strafe erhalten, wenn es rauskommt und die Leute das sehen. Gerecht. Gerechtigkeit bringt uns Angel nicht zurück. Die bringt keinen von uns zurück. Manchmal weiß ich nicht, warum wir überhaupt kämpfen. Deshalb. Sieh sie dir an, Red. Sie hat zur Familie gehört. Wir kämpfen für die Familie. Hey, tut mir leid wegen vorhin, es ist wirklich schwer zu sagen, wie man trauen kann. Ich treffe mich mit meinen Kontakten. Ich besorge dir das Benzin. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Triff mich in ein paar Stunden beim Turm, okay? Und dann kriegst du von mir das Benzin und wir kommen alle raus aus diesem Höllenloch. Zusammen. Okay? Na los. Bis später, Mann.
So, jetzt müssen wir erkunden. Bis der fertig ist. Ich halte Almi nochmal. Das hier Whisky? Stimmt, ey. Nee, Wein. Was die Häuser, den Bauernhof, Camper oder was? Alles untersuchen dann. Oder was untersuchen? Ja, jetzt müssen wir eine Nebenmission machen, bis der fertig ist. Wenn er fertig ist, sagt er Bescheid. Ach, der Sushi gibt's ja auch, ja, ist logisch, Alter. Nobel-Restaurant hier. Willst du die Waffe wieder haben? Willst du die noch? Ja. Boxhandschuhe, Alter. Bulle mit Boxhandschuhe, Alter. Eine Geschäftsfrau bei der Anwaltskanzlei in Central. Sieht verzweifelt aus. Und reich. Hier ist ein Pool, wa? Ja. Ich mach sie jetzt alle! Der Ball. Ich hab immer noch keine Schuhe, ey. Ich bin immer noch barfuß, Alter. Ein Kreis in hier, Alter. Ja, dann würde ich sagen, wählen wir eine Nebenmission aus. Das ist eine 100.000 Nebenmission. Liebe deinen nächsten Belohnung. Ah, das ist überhaupt Belohnung, ja. Oh, das ist die ganze Karte, ja. Ja, ich weiß nicht, wie wir da jetzt eine Nebenmission anwählen. Dann wieder raus, ne? Was sind die blau, ne? Ja, ja. Kommst du? Schön aussehen. Achso, hier oben so. Ah, das muss man hier auswählen. Was ist denn am nächsten dran? Die hier. Die ist am nächsten. Hab's mal markiert. Hier ist wieder eine Armbrust. Habe ich noch einen Platz frei, ja, damit die Armbrust auch noch mehr. So. Verdammt nochmal! Hey, ich habe einen verzweifelten Kerl beim Buffet-Restaurant in Ingleton gesehen. Hunger? Hunger? Ach, neuer Psycho, all you can eat, ja, nee, dann lassen wir lieber bleiben, Alter. Also eigentlich zusammen müssen wir das gut schaffen. Das ist eine Kettensäge? Ne, eine Zementsäge. Warte mal. Was habe ich hier noch? Platz frei? Geht die Boxhandschuhe weg und nimm die Zementsäge. So. Gibt's Besseres? Da gibt's nichts hinzuzufügen. Wirklich sehr männlich. Oh, hier ist ein Baubrand. Messerhandschuh. So, dann müssen wir jetzt hier wieder raus. Oh, hier ist ein Cocktailkleid. Das sieht doch schick aus. So, hier muss irgendwo... müssen hier Nebenmissionen sein. Warte mal. Warte mal. Halt! Kann man Nebenmissionen auch aktivieren? Ja, ne? Ja, hab ich ja. Wo ist denn das die Richtung dann? Ja, wenn wir dann wohl eine Nebenmission fertig haben, dann ist Red mit seinem Benzin fertig. Aber dann müssen die Nebenmissionen, wollen wir ja auch alle noch machen. Also, dann wollte ich erstmal Nebenmissionen machen. Ach hier, ja? Diese fette, dumme, hässliche Kuh! Mit dir los hier? Hey, brauchen Sie Hilfe? Ich bezweifle, dass du das Ausmaß meiner Probleme verstehst.
Was könnte denn schlimmer sein als das alles hier? Das war eine Chance. Eine verpasste. Meine fette Sekretärin hat die Aktentasche meiner Anwaltskanzlei geklaut. Sie ist Millionen wert. Für den Höchstbietenden. Millionen? So. Also ich habe hier das nächste, was ich... Ach doch! Neue Nebenmission, das geringere Übel. Eine Chance? Wie kann man in dieser Situation eine Chance sehen? Ich bin eine gefährliche Frau, wenn man mich wütend macht. Hol meine Tasche zurück. Die Aktentasche meiner Kanzlei. Und ich ziehe eine für uns beide hilfreiche Kooperation in Betracht. Was? Wollen Sie mich etwa verklagen? Okay, ich suche Sie. So, beschaffe Carys Aktentasche. Bei mir ist das hier nicht angezeigt, wo das ist. Drinnen, drei. Scherz. Windows Update. War jetzt. Na komm. Welches Level bist du? 20 mit der Rolle. 20? Ja. Ich bin Level 13. War doch weiter als du. Wie kannst du denn jetzt weiter als du sagen? Ich hab ja gesagt, ich hab online gespielt. Ach so, du hast noch mit anderen Leuten gespielt. Hast du die Tasche? Ja. Ja, jetzt. Ja, wie gesagt, den Hauptspeicherstand nicht weiter spielen. Das sonst will hier alles das Plan. Ich hoffe, dass Leute spielen in der Bild dabei. Ja, vielleicht habe ich dich unterschätzt. Hat sie Ärger gemacht? Sie war ein Zombie. Dann hat sie ihre gerechte Strafe bekommen. Okay, bring mich von hier weg. Damit kann ich arbeiten. Wo soll man die denn hinbringen? Ja, die muss hier einsteigen, das bringt so nichts. Die müssen wir irgendwo hinbringen. Aber wo? Safehouse. Ach so, warte mal, da oben ist ein Safehouse. Ja? Ja, laut dem Kreis schon. Hier sind alle reingekommen, Alter. So, hier ist irgendwo das Safehouse, ne? So, ist ja eigentlich gleich. Selbst ach, da unten ist doch noch das Zeichen. Ja, die müssen alle tot sein. Weil dann kannst du an die Schränke ran. Ja. Einer krabbelt hier noch, ne? Wir sind, glaube ich, jetzt, alle tot. Sicheres Jawohl. So, an diesem Ort sind jetzt Schließfächer erhältlich. Die Olle, was macht die? Die geht da hinten auf Toilette.
Ah, guck mal, da hinten ist so ein Symbol, so ein Wegrennsymbol von 40 Meter. Vielleicht muss die auch da rein. Oh. Ja, ich sehe das. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Verdammte Scheiße! Wo ist denn die Droller? Oh. Es reicht jetzt. Ich schalte sie jetzt ein. Ja. Ja, das wird kein Symbol, da muss ich hin. Noch ein bisschen mehr Erfahrung und so, glaube ich. Ich verdanke dir mein Leben. Wo ist das? Aha. Das war's, eine Überlebende gerettet. 1000 PP, ja. Aber die Alte rennt jetzt ja noch mit rum. Nochmal zum Safe House. Müssen wir bestimmt wieder abwählen, so wieder ein. Keine Lust, wenn dass die jetzt hier die ganze Zeit mit rumrennen. Carry, ja. Oh, hier liegt noch ein Buch. Buch, ja. Okay, da muss man die Haken wegmachen bei der Pinnwand. Okay. Weil dann ist weg. Ist die Olle weg, ja? Ja. Ach, hier an der Pinnwand oder was? Ja, da kannst du dir Begleiter quasi mitnehmen. Ja, ja. Okay. So. Voll nicht mit dir durchgesägt, Alter. Oh, da können wir halt zum nächsten fahren, ne? Ein Kilometer da vorne das, ne? Ja. Ah, die ist sicher. Hau die jetzt auch ab oder nicht? Runter vom Auto! Was ist die Olle denn? Abgefahren! Geil! Der ist noch besser, ne? Der ist verkriegt. Na, da kommen wir wahrscheinlich nicht durch, ey. Maul halten! Haben wir hier noch was? Nee. Ja, diese Lautsprecher auch, wenn wir die Webstück ja überall noch sagen. Hier hoch, ne? Hoch, denk mal. Ja, Joey.
Hey! Mann, alles klar? Bist du Geschäftsmann? Machst du mit? Wir drehen einen Film und werden Millionen. Ein Film, ha? Was für ein Film? Komm schon, sei nicht so naiv. Sieh dir all die Männer hier an, klar? Sogar tot sind ein paar davon heiß. Ich brauche einfach nur ein paar hübsche Jungs. Auf das Talent kommt es an. Und ich erkenne Talent sofort. Gute Männer? Du meinst für ein... Oh. Bingo! Er hat es! Blond, Rotschopf, Asiat, Latino. Solange sie nur tot und heiß sind. Je wilder, desto besser. Und jetzt beeilung. Zeit ist Geld. Red Pornos hier, ne? Zombie-Porno wahrscheinlich, irgendwie sowas. Ja. So, da drin. Ah. Baby. Was liegt denn hier auf dem Bett, Dildo? Was sollen wir jetzt hier machen? Ich hab hier nichts auf dem Heiße männliche Zombies am Set. Ach so, unten links steht männliche Zombies am Set. Kommt mal her hier. Hallo, Zombies, komm mit. Wollen die nicht, oder? Wollen die? Ja, mit Dildo gepasst, wenn der kommt. Na ja, der kommt hier. Müssen wir die reinlocken, oder was? Ja. Okay. Oh. Da mussten die rein. In den Pornoraum. Ja. Jawohl. Wer ist hier drin? Ah, wunderbar. Er geht aufs Bett, ja? Bleibt er auf dem Bett? Er bleibt auf dem Bett, ja? Hallo, was macht denn der jetzt mit dem Rollstuhl? Bleibst du mal hier? Na komm jetzt hier. Bräuchte mal so einen Laubbläser. Oh, Scheiße. Scheiße, der ist tot, ey. Can't get enough, Alter. Na komm, aber hier nicht. Du nimmst den nicht um den nächsten hier. Oder ist noch einer? Ah, komm, Junge. Jawohl. Na komm schon. Ich hab hier gleich zwei. Ich bin gespannt, was gleich passiert, wenn die da drin sind. Ein Video oder so. Zombie-Porno, Alter. Nur oh, deine sind noch ein bisschen fitter wie meine. Ja. Ja. Das war's jetzt gleich. Jawohl. Nur zwei, das sind noch mehr als zwei. Macht nix. Die gehen alle aufs Bett, Alter. Wird eine heiße Nummer jetzt. Okay. Ah, jetzt geht's los. Was passiert jetzt? Hey, erreicht Mission. Schade, ich dachte, sie zeigen noch ein Porno oder so. So. Vielleicht hat Red das Benzin schon. Ah, ich hatte das Benzin, ja geil. Cool, ey. Können wir jetzt wieder hin. Vor.
Wo ist das Auto hin? Ach da. Na komm. Wie Arschloch! Dauer durch, ist ja nicht weit weg. Man macht sich halt nicht frei, ne? Ja, hier oben lag. Geil, Alter. Geil. Da außen rum, ja? Ne, hier runter? Ne, doch da hoch. Oder? Hier können wir hoch. Das ist eine Garage. Und die letzten Weg können wir aus dem Fuß gehen. Ja, das können wir auch zu Fuß gehen. Ja, so noch 100 Meter, passt. Ja. Da mit der Läufer hier. Hey, Vorsicht. Da haben wir eine Nahkampfwaffe. Ich hab nur noch Schusswaffen, ey. Keine Nahkampfwaffe mehr. So ein paar Stöckelschuhe hätte sie ruhig mal haben können. Ja, Alter. Schuhe habe ich noch nicht gefunden. Aber ich bin jetzt aber auch schon Level 15, das hat auch nicht was gebracht bei den Nebenmissionen. Ah, bam. Oh. Perfekt. Napalmbombe. So, wo sind wir jetzt? Kapitel 4 schon. Jetzt kommt das Kapitel 4, aber wir sind erst in Tag 3. 4 Tage noch. Nächte. Hey, erschreck mich nicht so. Red ist noch nicht weg. Zu schade. Yeah. Bingo! Hände hoch, Leute! Hände hoch! Gary? Du hast mich verpfiffen? Ich hab dir vertraut. Beruhig dich, Kleines. Ist nicht seine Schuld. Ich wusste, du hast mich gewonnen, das durchzuziehen. Und bin dir gefolgt. Okay, du bist die Kleine, die mein Boss sucht. Du kommst mit mir. Bewegung, Bewegung! Gebieträume! Da sind sie! Gebieträume! Eddie! Hey, hey, Annie. Ganz ruhig. Ah. Was ist passiert? Wo sind sie? Spec Ops, Razzia. Hast du eine Ahnung, wo sie sein könnten? In den letzten Tagen haben sie an einem provisorischen Gefangenenlager gearbeitet. Drüben in der alten Taxizentrale in Ingleton. Sicher sind sie jetzt dort. Hast du das Benzin? Familie geht vor. Shit, wir müssen gehen. Ich denke, ich werde Verstärkung holen. Gegenüber vom Gefangenenlager ist ein altes Gebrauchtwagenlager. Wir treffen uns auf dem Bürodach. Dann sehen wir weiter. So, dann würde ich sagen, hier machen wir an der Stelle direkt einen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge.